Am dritten Tag des Festivals in Cannes herrscht Indiana Jones Fieber. Die Weltpremiere von Indiana Jones and the Dial of Destiny war eines der großen Ereignisse des Festivals an der französischen Riviera. Für den 80-jährigen Harrison Ford ist es wohl der letzte Auftritt in der Saga. Nach der Premiere wurde er mit Standing Ovations gefeiert, vor der Übergabe der Ehrenpalme. Sean Penn präsentierte seinen neuesten Film Black Flies, eine Verfilmung des Kriminalromans 9/11. Die Kritiker allerdings waren nicht überzeugt.